Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Pro Cycling Manager 2017 zu einer kleinen Aufnahme. Ich werde jetzt mal hier kurz aufnehmen, um einfach mal zu gucken, dass wir diese Slowenien-Rundfahrt beenden. Heute ist die letzte Etappe, eine flache Etappe. Und, oh, er steht sogar in den Favoriten. Ich möchte heute wirklich mal was sehen von unserem, ja, sozusagen Kapitän von Juheni Hutarovic. Der hat bislang noch ein bisschen auf sich warten lassen. Heute dürfte aber eine Gelegenheit sein, um endlich mal zu sehen, was er drauf hat. Ich hoffe, er kann es heute zeigen. Favoriten sind Vyacheslav Kuznetsov, der ja schon eine Etappe gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Juan José Lobato aus Spanien. Juheni Hutarovic aus unserer Mannschaft, der auch Domtendo sehr ähnlich sieht, wie ich finde, auf diesem Bild zumindest. Dann haben wir Alan Banaschek, oh, der ist 19, cross. Pier Paolo De Negri aus der Nippo-Mannschaft, Marco Kump, dann haben wir Maciej Parterski, finde ich interessant, dass der hier mit dabei ist. Ahmet Erken aus der Türkei, dann haben wir ebenfalls Ruslan Tloibayev aus Kasachstan, Gies van Höcke aus Belgien, Paul Martens aus Deutschland und Mauritz Lammertink. Also nicht viele gute Sprinter sind dabei. Ich denke mal, ja, die Hauptgegner, es werden Kuznetsov und Lobato sein. Banaschek vielleicht. Von daher schauen wir mal, was abgeht. Wir sehen uns nach dem kurzen Cut. Also bis gleich. Hallöchen! Und damit sind wir auch schon im Rennen der letzten Etappe. Heute geht es von Skofia Loka nach Novo Mesto. 153 Kilometer sind zu fahren. Wir haben zwei Anstiege der dritten Kategorie. Und Salas aus der Kaya Rural Mannschaft führt das Feld hier an auf den ersten Metern dieser Etappe. Wir haben Alexis Vuillermo im Trikot des Gesamtführenden im gelben Jersey. Und vermutlich wird er heute diese Rundfahrt gewinnen, wie es aussieht. Und wir haben die erste Attacke des Tages. Visconti greift an. Allerdings nicht der sehr, sehr bekannte Giovanni Visconti, sondern sein Namensvetter. Ich weiß nicht, ob die beiden verwandt sind. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber sei es drum. Die Attacke gibt's. Wir gucken mal. Das Feld scheint relativ aufgebracht zu sein. Wobei jetzt, jetzt kommt Stalnov. Und schon wird das Tempo wieder hoch. Also, Hassan Mohamed Al-Murawi ist mit dabei. Ich sag's immer falsch rum, ne? Mohamed Hassan Al-Murawi ist mit dabei. Dann haben wir Alizada aus Aserbaidschan. Hector Sayez aus der Kaya Rural Mannschaft. Per ist mal wieder mit dabei. Der ist gefühlt in jeder zweiten Ausreißergruppe im Spiel. Tolhoe kam hier mit dabei aus Lotto Jumbo aus Holland. Visconti, wie gesagt, der Initiator dieser Attacke, und dann Marangoni aus der Nippo-Vinifantini-Mannschaft. Laurent Didier versucht hinterherzukommen aus Luxemburg, genauso wie Ravassi aus Italien, und dann schon das Hauptfeld, das also hier keine Mühen scheut, heute diese Ausreißer nicht zu weit wegkommen zu lassen. Die wehren sich dagegen, zumindest diese Gruppe hier vorne. Laurent Didier hängt noch dazwischen, guter Fahrer, vor allen Dingen am Berg. Und wir schauen mal, ansonsten sind hier nicht so die guten Fahrer dabei, ne, muss man sagen. Also Laurent Didier wäre hier schon der Beste, mit großem Abstand. In der Gesamtwertung können wir ja auch gerade mal gucken. Ja, danke Al-Murawi. Da wäre auch Laurent Didier der Beste, ne, ganz klar. Ja, Laurent Didier, 32. 12 Minuten, sein Rückstand groß, also das ist wahrscheinlich keiner, der hier gefährlich wird. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, warum die Astana-Mannschaft da so Tempo drückt. Keine Ahnung. Geht es denen vielleicht um die Bergwertung? Wer führt denn da nochmal? Nee, da führt Rabottini. Also das hat hier mit gar nichts zu tun. Gesamtwertung haben sie jetzt auch keinen. Also ich sehe hier eigentlich keinen Grund, warum Astana das Tempo so hochschrauben sollte. Jetzt ist Berra vorne. Und die Gruppe kämpft weiter um ihren Vorsprung. Hinten gibt es ein paar, die zurückfallen, unter anderem Heimer Subeldia. Fiel mir da auf, ja, da gibt es einen Sturz. Van Höcke ist mit dabei, einer der Favoriten auf die heutige Etappe. Cyril Gauthier, Masbonet, Rabottini, da haben wir das Bergtrikot auch gestürzt, kann aber weiterfahren, auch Heimer Subeldia. Erken, einer der Favoriten der heutigen Etappe. Kump war ja, glaube ich, auch mit dabei, und auch De Negri war mit dabei. Und Petilli hat aufgegeben, der war, glaube ich, in der Gesamtwertung nicht so schlecht, naja, 13. immerhin. Ja, und vor allen Dingen Führender der Nachwuchswertung. Und damit wäre das aktuell Jonathan Lastra aus der Kaya Rural Mannschaft. Also, das wäre doch ein großer Erfolg für den jungen Spanier.
Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber er muss ja jung sein, sonst wäre er nicht in dieser Wertung mit dabei. Ja, Mohamed Hassan Al-Mouravi ist also heute mal mit in der Ausreißergruppe. Ich habe mir gedacht, wieso nicht? Holt sich hier auch gleich mal diesen Zwischensprint. Ja, ich habe mir mal gedacht, wieso nicht? Vielleicht schafft das ja bis ans Ende mit dabei zu bleiben in dieser Gruppe. Das wäre doch ein Traum. Und dann könnten wir um den Tagessieg aus der Gruppe mitsprinten. Ich denke mal, da hätte Al-Mouravi ganz gute Chancen. Jan Hirt haben wir hier, also CCC, auch mit einer guten Mannschaft am Start. Paterski, der heute auch zu den Favoriten zählt, genauso auch wie Banaschek. Da müssen wir auch mal gucken, ob der Mann einen Vertrag hat, weil der ist ja richtig stark. 19 Jahre jung und schon so gute Werte, also das ist ordentlich. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier gerade mal ein bisschen schneller und sagen den Leuten schon mal, dass sie Getränke holen sollen. Ja, unser bester Mann in der Gesamtwertung, das ist ja, ihr wisst es bestimmt noch, Sultan Al-Hamadi auf Rang 43. Ja, nichts Besonderes. War sein erstes Rennen, glaube ich, als Kapitän. Und es wird wahrscheinlich auch sein letztes bleiben. Denn das war wirklich alles andere als stark. Ja, muss man einfach so sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass hier keine Zickereien entstehen. Ich weiß nicht, ob der Einsatz zu niedrig war oder so. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Aber jetzt kurz vor der Bergwertung kann es halt auch sein, dass einfach die Bergwertung schuld dran ist. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass hier Al-Mouravi mit drüber kommt. Es sind nur zwei Anstiege, sollte er schaffen. Sogar er, ja, sage ich ganz bewusst, weil er ist ja jetzt nicht so der beste Bergfahrer, wie ihr wisst. Aber das sollte auch er überleben heute. Und danach geht es ja, ja, ewig flach, möchte ich nicht sagen, aber eher gemäßigt bis ins Ziel. Ne? Also alles gut. Okay, Tempo ist zu unerbittlich, ja. Laurent Didier ist jetzt vorne, holt sich die Punkte für die Bergwertung und Al-Mouravi ist über den Berg. Also über den ersten ist er drüber. Das hat schon mal geklappt, sehr gut. Jetzt geht es also die Abfahrt runter und dann geht es auch auf den zweiten Berg. Das dauert gar nicht mal mehr so lang. Dann sind wir also auch dort. So, jetzt gibt es hier die nächsten Attacken. Ich verstehe nicht genau, warum jetzt hier, ist es nicht meine Aufgabe, in dieser Gruppe zu kooperieren, verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Warum jetzt hier so ein Zickenkrieg anfängt. Also an mir liegt es nicht, sagen wir es mal so, an mir liegt es definitiv nicht, weil ich habe meine Führung ganz normal gemacht. Jetzt greift Maragoni an. Vielleicht ist ihnen Mohamed Hassan Al-Mouravi einfach schlicht zu gut am Berg. Im Sprint meine ich, im Sprint. Kann natürlich sein, ne? Also, er fährt ganz normal seine Ablösung. Die anderen dürfen ja attackieren, wie sie wollen. Marangoni greift jetzt an. Und wir schauen mal, dass wir die Gruppe so halbwegs beieinander halten. Jetzt greift Laurent Didier an. Wieder ist es Al-Mouravi, der das Tempo macht. Verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum die ganze Gruppe keinen Bock hat zu kooperieren. Und wir jetzt jede Lücke schließen sollen. Also, sehe ich nicht so ganz, wo da der Sinn jetzt ist. Eigentlich hätten wir nur eine Chance, wenn wir zusammenfahren. Klar, er ist mit Abstand der beste Sprinter, aber ja, mein Gott, kann er jetzt auch nichts für, ne? So, jetzt wird wieder zusammengearbeitet. Aber fragt sich halt wieder mal, wie lange. Tempo jetzt schon sehr, sehr hoch, muss man sagen. Und er hat jetzt auch hier so ein bisschen Probleme, mit dran zu bleiben. Aber es ist auch noch ein halber Kilometer, den es jetzt hier bergauf geht. Da ist schon die Kuppe erreicht, also zieh nochmal. Visconti ist das. Ist hier noch mit ihm. Und auch Ali Zada aus Aserbaidschan. So, Abfahrt kann er ganz gut. Sollte also für ihn kein Problem sein, nochmal in die Gruppe reinzufahren. Der Mann aus den Emiraten. Gucken wir mal, ob Visconti da noch mitfahren kann. Nö, kann er nicht, will er nicht, wie auch immer. Und damit ist Hassan Al-Mouravi jetzt alleine unterwegs. Sollte es aber schaffen, in die Gruppe da vorne reinzukommen. Außer die wollen ihn nicht drin haben und kämpfen gegen ihn. Was ich mir vorstellen kann, weil einen anderen Grund sehe ich nicht, warum die hier so zicken sollten. Ich glaube einfach, die haben wirklich keinen Bock, so einen guten Sprinter wie ihn Richtung Ziel zu tragen.
Aber sie haben keine andere Chance. Er ist wieder drin, ist wieder mit dabei. Hassan Al-Murawi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jetzt wird das Tempo sehr hoch gemacht in der Gruppe. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ein bisschen kaputt fahren, aber er fährt einfach mal mit. Das Tempo wird nicht ewig so hoch bleiben. Ich weiß jetzt aber noch nicht, warum es so hoch ist, weil, ja, ganz ehrlich, wegen Visconti oder wegen Alizada wird es bestimmt nicht so sein. Gut, das Tempo im Feld ist auch relativ hoch, ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz dürfte das kein Problem sein. Paar Anstiege gibt es jetzt noch, also hier so ein paar Wellen müssen wir noch drüber. Aber es sollte ja eigentlich machbar sein, auch für Al-Murawi. Schauen wir mal. Laurent Didier, das ist natürlich eine andere Hausnummer hier an Anstiegen. Das muss man ihm halt lassen. Zwei Anstiege, die ernst zu nehmen sind, kommen noch. Al-Murawi kann sich jetzt halt auch nicht mehr so wirklich regenerieren. Das muss man auch sagen. Wenn das Tempo so hoch ist, dann ist da einfach keine Chance für ihn, sich hier irgendwie annähernd auszuruhen. Oh, Junge, Alter. Junge, Junge. Der ist hier gerade richtig am Arsch. Der ist hier gerade richtig platt. Tempo ist unerbittlich hoch. Dieser Anstieg ist gleich geschafft, aber dann wartet auch schon der nächste und der ist nochmal ein bisschen steiler. Oh, ich hoffe, der schafft das. Komm, hier musst du noch mit drüber. Ja, es sieht sogar gut aus. Das schafft er noch. Aber der nächste Anstieg, der wird hier tödlich. Für Hassan Al-Murawi. Mohammed Hassan Al-Murawi. Wie gesagt. Das wird schwierig werden. Hier sehen wir die vorübergehende Nationalwertung. Was? Nachwuchswertung. Dort führt jetzt also Jonathan Lastra aus der Kayer-Rural-Mannschaft. Tempo ist zu erbitterlich für Zayes. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich absolut. Das ist hier auch für Al-Murawi der Fall. Er versucht sich jetzt mal wieder einzureihen. Komm, über diesen Hügel musst du noch drüber. Jetzt geht es hier halt steil hoch. Da können wir jetzt nicht helfen. Aber wenn du das geschafft hast, ist es halt auch schon vorbei. Oh mein Gott, ey. Komm, bleib da dran, Junge. Bleib da einfach dran. Und er muss abreißen lassen. Das Feld ist jetzt halt auch nicht mehr weit weg. Und er muss abreißen lassen. Er schafft es nicht. Über diesen kleinen Hügel mit drüber. Ist jetzt aber wieder im Flachgebiet. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann er sich vielleicht erholen und kann nochmal reinfahren in die Gruppe. Die aber gut läuft, die auch nicht so die schlechten Fahrer hat. Und dementsprechend, ja, wird das schwierig jetzt für den Emiraten. Oder für den, ja, wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Emirati habe ich manchmal, glaube ich, auch gesagt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. 44 Sekunden, jetzt sind es 48. Also Tendenz sogar steigend. Wie geht's zu Tarovic? Dem geht's noch ordentlich. Sehr, sehr gut. Also auf ihn wird es wahrscheinlich ankommen im Ziel. Darauf können wir uns schon mal gefasst machen. Und Al-Murawi, ja, der kriegt jetzt wieder seine Kräfte. So langsam. Aber es geht hier auch schon wieder bergauf. Und das spürt er jetzt deutlich, weil er halt einfach platt ist. Ja, das ist keine Chance. Leider keine Chance für Al-Murawi. Der wird jetzt hier gleich eingeholt vom Hauptfeld. Schade, wir haben es versucht. Es hätte klappen können, aber dafür ist er halt einfach zu schwach. Er ist halt einfach zu schwach. Man muss es so dann doch deutlich ausdrücken. Da fehlt halt einfach einiges. Und so wird es halt leider auch heute nichts mit dem Sieg für Mohammed Hassan Al-Murawi. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, wirklich von Herzen. Das sage ich auch nicht einfach so. Das ist tatsächlich so. Ist ein Fahrer, der es immer wieder probiert hat, immer wieder uns auch überrascht hat, positiv, ja, muss man einfach so sagen. Aber am Ende reicht es halt einfach nicht. Und das muss man auch so deutlich sagen. Am Ende ist er halt einfach eine Nummer zu schwach für, ja, für den Profi-Radsport, muss man fast schon allgemein sagen. Denn bislang war das hier alles nicht so stark, was wir von ihm sehen durften. Aber mal gucken, wie es mit Hutarovic sein wird. So, wir machen nochmal ein bisschen schneller. Ich weiß, normalerweise machen wir das nicht. Aber ja, es passiert einfach gerade nicht so viel. Vorne jetzt also José Gonçalves.
Und ganz, ganz vorne dort probiert nochmal Laurent Didier wegzufahren aus der Trek-Segafredo-Mannschaft. Aber Saez holt ihn wieder ein. Aber die Gruppe funktioniert halt auch nicht wirklich. Von daher werden die es auch nicht schaffen. Darauf kannst du Gift nehmen. Die werden es nicht schaffen, hier den Sieger unter sich auszumachen. Almoravi immer noch mit dabei in der Hauptgruppe. Fährt er immer noch mit. Aber ist halt jetzt nach wie vor sehr am Kratzen sozusagen. Also kratzt hier seine letzten Energiereserven zusammen, um noch im Feld zu bleiben. Bislang klappt das. Aber mal schauen, wie lange noch. Das Tempo im Feld ist jetzt ziemlich hoch. Steph Clement momentan im Trikot des Sprintbesten. Von daher, ja. Von daher ist das sehr, sehr wenig aussagekräftig. Und wir schauen mal, wie das Ganze läuft. Almoravi, noch ist er bei. Was ist mit Alhamadi? Der fährt hier auch gut mit. Muss man ihm ja wirklich mal lassen. Wird mal beschützt, einfach weil der Kapitän ist. Aber eigentlich, ganz ehrlich, ob er jetzt 44. wird oder den Platz noch verliert, macht jetzt auch nicht so den Unterschied. Kuznetsov präsentiert sich indes schon ziemlich weit vorne. Vielleicht ist er gar nicht der Favorit oder der Kapitän für heute. Aber wer sollte es dann sein aus der Katjuscha-Mannschaft? Vielleicht Gisalowski, weil es mir ein bisschen Angst machen würde. Weil dann wäre das Finale ja dann doch ziemlich bergig und vielleicht doch nichts für Sprinter. Aber eigentlich sollte das ja heute eine Sprintetappe werden. Laut Streckenplan. Wir schauen mal, was hier abgeht. Hutarovic ist auf jeden Fall noch vorne dabei. Sieht auch noch ganz gut aus. 6 Kilometer vor dem Ende. Wir hängen uns mal an Denegri. Brockhoff, bleib mal bitte mit dabei. Wäre schon schön, wenn du das hier schaffst. Einfach damit wir noch einen Helfer haben. Für den Fall, dass wir einen brauchen. Ist noch jemand vorne? Nein. Lammertink zieht jetzt den Sprint an. Ich weiß nicht genau, ob für Kuznetsov oder für Gonçalves. Jetzt sieht es wieder so aus, als wäre Kuznetsov derjenige, auf den es hier geht. Oder um den es hier geht. 2 Kilometer noch zu fahren. Hutarovic nimmt schon mal sein Gel. Jetzt beginnt so langsam der Sprint. Hutarovic kommt jetzt raus. Kommt Brockhoff, Sprint auch mal mit. Hutarovic kommt jetzt raus. Und jetzt schauen wir mal. Was schafft er? Er schafft nichts, Alter. Er schafft nichts. Kuznetsov holt Etappe Nummer 4 vor Tolloy Bajew und Lobato. Hutarovic wird 5. Brockhoff sogar 6. Also, Tja. Naja. So, hier sehen wir nochmal den Sprint aus der Zielkamera. Gleich müssen die Fahrer um die Ecke kommen. Ja, Kuznetsov, der war definitiv zu stark in dieser Rundfahrt. War sehr gut in Form, das muss man ihm einfach lassen. Und gewinnt auch diese Etappe verdient. Vyacheslav Kuznetsov aus der Katjuscha-Mannschaft vor Ruslan Tloibajew und Juan José Cobo. Dann Rajovic, Hutarovic, Brockhoff, Martens, Örken, Denegri und Kump. Also wieder viele von den vom Spiel genannten Favoriten dabei. Die Rundfahrt gewinnt Alexis Vuillermoz vor Jan Hirt und Jan Backelands. 4. wird Dupont, 5. Clement, 6. Stettina, dann Cataldo, Kieselowski, Golcher und Taramé. Also der Sieg für die AG Dessert-Mannschaft mit 4 Fahrern unter den Top 4, mit 3 Fahrern unter den Top 4. Die Bergwertung geht an Matteo Rabottini vom Meridiana-Team. Er gewinnt vor Pavel Kochetkov und Hubert Dupont, der punktgleich mit Laurent Didier auf Rang 3 rangiert. Dann haben wir noch die Punktewertung. Die holt sich, ja, das ist eigentlich logisch, Vyacheslav Kuznetsov mit 2 Etappensiegen vor Steph Clement und Juan José Cobo.
Das ist sehr, sehr einleuchtend. Die Nachwuchsrettung, Glückwunsch, geht an Jonathan Lastra. Er gewinnt sie vor Daniel Turek und Jan Pollank. Natürlich hat er da auch profitiert. Oh, Sultan Al-Hamadi sogar Zehnter. Natürlich hat er davon profitiert, dass heute Petilli gestürzt und ausgefallen ist. Gute Besserung an Simone Petilli an dieser Stelle. Aber Glückwunsch an Lastra auf jeden Fall. Und dann haben wir noch die Teamwertung. Agile Dessert gewinnt diese völlig souverän vor Katjuscha und UAE. Kaya Rural auf Rang 9 und wir sind nicht unter den Top 10. Sind wahrscheinlich sogar weit, weit weg von den Top 10. Gehe ich mal davon aus. Also erstmal das Etappenresultat. Ja, wir haben Kuznetsov mit dem Etappensieg. Choloibayev aus Kasachstan wird Zweiter. Dann Juan José Lobato und Dusan Rajovic. Auch ein Talent von der Adria Mobil Mannschaft. Nicht schlecht. Dann Johenju Tarovic auf Rang 5. Jan Brockhoff 6. Paul Martens 7. Das ist alles sehr, sehr okay. Jetzt schauen wir noch Banaschek. Oh, der hat keinen Vertrag. Ja, krass. Gut. Ist vorgemerkt. Jonathan Lastra, der Sieger der Nachwuchswertung auf jeden Fall. Und genau. In der Gesamtwertung damit haben wir dieses Bild, wie wir es ja schon kennen. Wo ist jetzt Al-Hamadi 41. also am Ende? Und in der Teamwertung wurden wir 14. also Vorletzter. Ja, mein Gott, ne? So, wir verabschieden uns. Also ich verabschiede mich von euch, sagen wir es mal so. Und sehen uns dann wieder am 21. Juni, vermute ich mal. Denn dann geht's ja drum. Ihr kennt es, das heilige PCM-Datum. Die Transferperiode beginnt am 21. Juni, wie ihr sicherlich wisst. Und wir werden die uns anschauen. So, Slowenien-Rundfahrt kennen wir. Dort haben wir 550 Euro gewonnen. Na, immerhin, sag ich mal, ne? So unerfolgreich wie wir da waren, ist das schon okay. So, da haben wir hier noch ein paar Ergebnisse. Wer die sich durchlesen möchte, darf das tun. Andreas Stauf hat keine Kopfschmerzen mehr. Das freut mich. Dafür ist jetzt Daniel Biedermann ein bisschen lediert. Das freut mich nicht. Und dann geht's weiter bis zum 21. Simuliere ich jetzt nochmal. Und dann werde ich euch das einfach mal zeigen. Wir machen es einfach mal andersrum, ne? Normalerweise zeige ich euch das Zeug ja nie. Habe ich nie gemacht. Und diesmal mache ich es. Janis Brajkovic ist jetzt im Formhöhepunkt. Sehr gut. Okay, Material. Was haben wir hier? Ah ja, das neue Zeug. Sehr gut. Schön, schön. Passt. Alles klar. So, ein Tag noch. Und dann sind wir soweit. Der Transferzeitraum. Ich finde es auch korrekt vom Spiel, dass ich da irgendwie drauf hingewiesen werde. Hamburg Side Classics. Wir kriegen keine Wildcard. Stattdessen direkt Energy und Wanty Group. Finde ich schade. Und dann haben wir noch den Bretagne Classic. Oui France. Oui, glaube ich, heißt das. Dort haben wir keine Wildcard beantragt. Wir hätten es aber auch eh nicht bekommen. Ne? Also, wenn ich hier schon sehe, Cofidis, Delco, direkt Energy. Ja, hier sind drei. Ne, vier sogar französische Teams dabei und dann noch zwei belgische, also ja, da hätten wir keine Chance. 21. Juni, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier beim PCM und ich nehme euch einfach mal mit in die Transfergeschicke, einfach weil ich es sonst nie mache. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das in die Kommentare geschrieben habt, ob das für euch okay ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall in Ordnung. Also, bis zur nächsten Folge. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.